Nutzt Flip Classroom seit 2,5 Jahren, wenn ich es richtig weiß. Viel mehr will ich gar nicht verraten, sondern übergebe direkt. Danke, Julia. Also ich freue mich, dass ich heute in Berlin vortragen kann. Es war gestern ganz aufregend. Ich bin mit dem Flieger von Stuttgart nach Berlin geflogen, weil Flipped Classroom da was stattfindet. Es ist etwas schade, dass es nur in Berlin stattfindet, aber ich finde es toll, dass da gerade so eine Veranstaltung stattfinden kann, wo dann der Christian sich einbringt, wo die Bertelsmann Stiftung sich einbringt, wo die Humboldt-Universität sich einbringt. Also ich finde das spitze. Ich mache seit 2,5 Jahren Flipped Classroom, aber ich weiß es noch nicht so lange, also dass ich Flipped Classroom mache. Dazu komme ich später. Ich bin in Neu-Ulm Lehrer, also auf der bayerischen Seite. Das wollte ich mir noch bewahren. Die Liebe hat mich nach Baden-Württemberg gebracht, aber mein Lehrerherz schlägt noch in Bayern. Da bin ich manchmal ganz froh drum. Ich habe eine eigene Homepage, die ist jetzt allerdings nicht unbedingt die große, tolle Homepage. Da habe ich einfach runtergeschrieben, was ich zu Flipped Classroom weiß oder was ich da erfahren habe, weil einfach wenig Austausch da ist. Also es gibt einfach zu wenig Leute, finde ich, in Deutschland, die sich in der Schule mit Flipped Classroom beschäftigen. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal runter, was ich mache. Und dann sollen mir andere Leute schreiben, was sie machen. Ich habe meine Videos alle bei YouTube. Da werde ich später noch was dazu sagen. Und ich bin bei Twitter recht aktiv, weil nochmal, es war irgendwie schwer möglich, sich fortzubilden. Ich habe dann immer bei Fortbildungsangeboten gesucht, wo kann ich jetzt doch noch irgendwas über Flipped Classroom rausfolgen. Und irgendwann bin ich draufgekommen, okay, ich bin wohl einer der wenigen, der es halt macht. Und bei Twitter ist halt das Tolle, dass ich mich dann mit Leuten vernetzen kann, die irgendwo schon mal so Erfahrung gemacht haben oder ich einfach auch nach Amerika schauen kann, ohne mich großartig bewegen zu müssen. Und da gibt es ja schon weitaus mehr Content zu Flipped Classroom und weitaus mehr Möglichkeiten, sich da zu vernetzen. Wir haben vor einem halben Jahr den ICM-Chat ins Leben gerufen oder der Christian hat ihn ins Leben Nee, gerufen. nee, Christian Freisleben. Ja, aber du warst mit involviert und Ja. ich bin danach, dass ich dazukomme. Mittlerweile bin ich der Moderator. Also wenn jemand Lust hat, am Montag alle 4 Wochen treffen wir uns und es stellt immer jemand Flipped Classroom vor. Ich glaube, ihr seid im Oktober oder sowas dran, oder? September, Oktober, genau. Ich habe vor 2 Monaten dann einen Vortrag gehalten. Wer am Montag um 5:30 keine Zeit hat, es wird auch auf dem Blog von der Universität Berlin werden alle Videos zur Verfügung gestellt, also alle letzten 6 Vorträge mit Diskussion danach. Das ist einfach so eine Plattform im Internet, wo man zusammenkommt und sich dann über Flipped Classroom austauscht. Einfach dem Hashtag icmchat.de folgen oder einfach direkt dem Account icmchat.de folgen. Gut. Ja, warum habe ich Flipped Classroom angefangen? Einmal, weil ich halt auch schon ein bisschen ein Internet-Nerd bin. Also mir macht es schon auch Spaß, am PC zu sitzen und irgendwas Neues auszuprobieren. Und so habe ich halt ständig versucht, auch im Unterricht was Neues auszuprobieren. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich eine Krawatte binden will, gehe ich auf YouTube rein und binde mir eine Krawatte. Jetzt, ich habe 2 Kinder daheim. Diese Kinder wegen, das ist ein Patent für sich. Wenn ich wissen will, wie man die zusammenklappt und wieder ins Auto reinbringt, dann gucke ich mir auch ein YouTube-Video an. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, vor meinem Unterricht, vor die Vorbereitungen einfach auch zu gucken, was machen denn andere Lehrer? Wie führen die denn etwas ein? Und habe dann eben so ein Video wie zum Beispiel vom Backup Learning, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, entdeckt und haben mir gedacht, ja gut, aber sowas kann ich auch. Also sowas kann ich meinen Schülern auch beibringen. Und mir hat es gefallen, als ich mal einen Schüler gesehen habe, der tatsächlich ein Mathe-Video in einem Bus angeschaut hat und gesagt, das probiere ich jetzt einfach aus. Meine erste Station war Video statt Vortrag und Übung. Also das heißt, ich bin ins Klassenzimmer reingegangen, bin in einem PC-Klassenzimmer gewesen, gesagt, bitte alle PCs hochfahren, da steht das Video, bitte angucken und wenn ihr es kapiert habt, dann macht ihr eine Übung. Ja, ging gnadenlos schief, wie ich finde, weil erstens die Internetverbindung in der Schule einfach so schlecht war, dass alle 2 Minuten eine Pause entstand, weil 3 Minuten lang kein Internet mehr da war und dann erst wieder das Video weitergeschaut werden konnte. Das hat die Schüler genervt und dann auch Dauer auch mich genervt. Zu Hause haben aber weiterhin die Übungen stattgefunden. Also ich habe kein Flipped Classroom gemacht, das war einfach nur quasi im Unterricht ein Video. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann stelle ich mich am Anfang vom Unterricht hin und erzähle denen einfach in 5 bis 10 Minuten, um was es geht. Und dann gehen wir direkt in die Übung. Und die Schüler müssen dann das Video zu Hause nochmal angucken, um quasi das abzuschreiben, nochmal zu reflektieren, nochmal einfach so eine Nachbereitung. Und zu Hause war dann quasi eben die Input-Wiederholung. Also kein Video im Unterricht, aber das Video auf Nachmittag verlegt. Das war aus der Not halt heraus. Ja, weil zu Hause funktioniert das Internet halt besser wie in der Schule. Und dann habe ich Christian Spannagel und Felix Fehnrich kennengelernt, weil ich dann draufgekommen bin, sowas gibt es ja schon, das nennt man Flipped Classroom. Und habe dann gedacht, okay, das probiere ich dann auch mal aus. Dann nehme ich halt die Videos eben komplett auf den Nachmittag. Das heißt, sie müssen sich mit dem Video vorbereiten und kommen dann vorbereitet in den Unterricht und dann wird im Unterricht nur noch geübt. Also habe ich quasi 3 Stationen hin zum Flipped Classroom gehabt.
Nachträglich habe ich dann erfahren, dass man so die Phasen eigentlich auch benennen kann. Also das, was ich am Anfang gemacht habe, war so quasi ein In-Class-Flip. Ich bringe die Videos im Unterricht. Das zweite habe ich dann H-Flip genannt, dass man quasi ein bisschen was noch im Unterricht macht und aber einen Teil eben zu Hause. Und das reine Flipped war dann am Schluss. Und ich habe mir mal gedacht gehabt, man muss H-Flipped unbedingt machen, um die Schüler so ein bisschen an das selbstständige Lernen ranzuführen, dass es nicht zu schnell geht, dass die ein Video am Anfang kriegen. Und das habe ich dann immer so ein paar Monate oder auch ein halbes Jahr gemacht und dann habe ich Flipped Classroom angefangen. Jetzt habe ich mittlerweile eine sechste und eine achte Klasse und habe einfach überlegt, ob ich nicht mit denen einfach mal sofort in Flipped Classroom einsteige. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also besser, wie ich es mir gedacht habe. Also diese Vorphase mit H-Flipped, dass ich quasi noch im Unterricht was erkläre und sie es nachmittags nachbereiten, lasse ich jetzt weg. Was es mir aber gebracht hat, diese drei Phasen zu durchleben, ich versuche mittlerweile nicht mehr eindeutig nur Videos, Erklärvideos vor den Unterricht zu setzen. Weil wenn ich jetzt, ich habe mittlerweile 300 Videos, wenn ich denen alles immer vorbrühwarm erkläre, dann ist ja quasi keine Entdeckungsphase mehr da. Und deswegen gibt es auch immer noch Phasen, wo ich dann versuche, Videos wieder im Unterricht reinzubringen, einfach so als Erinnerung, wie was funktioniert, oder dass ich zum Beispiel als Hausaufgabe einen Impuls gebe, dass jeder so ein bisschen rumbastelt oder ein bisschen rumprobiert in der Mathematik, sich austobt und dann im Unterricht ein Video gibt, wo einfach das Ganze nochmal abgeholt wird. Dass nicht alle Schüler irgendwann verzweifelt in irgendeiner Sackgasse gelandet sind, sondern die kriegen dann das Video, wo dann drin steht, wie es dann wirklich gegangen wäre. Das ist mein Werdegang. Am Anfang habe ich versucht, sowas wie eine Dokumentenkamera zu basteln. Ich habe mir so lange Spacks in eine Wand reinkaut und habe versucht, mir ein Stativ zu basteln. Man sieht hier schon, das Zimmer ist gleichzeitig auch nicht unbedingt von Sonne gesegnet. Das heißt, ich hatte hier ständig Schatten, habe dann die Kamera hier reinjustiert, sodass man mich filmen konnte. Dann war die erste Aufnahme, waren glaube ich 800 Megabyte, das war viel zu groß, also habe ich es wieder runtergefahren auf 200 Megabyte mit der Essenz, dass man dann gar nichts mehr gesehen hat. Das war mein erstes Video. Eine Konstruktion von einem Parallelenpaar. Man sieht vom Schattenverhältnis, es geht eigentlich gar nicht. Es ist dann eigentlich wirklich auch verpixelt und wenn man ein bisschen meinen Ton hört, es ist stinklangweilig. Also ich schäme mich für das Video mittlerweile, aber ich bringe es immer noch auf Vorträgen oder auf Fortbildungen und ich habe es auch immer noch bei YouTube und es steht halt einfach drunter, das muss halt auch dazugehören. Also wenn man einen Prozess machen will, wie man Videos selber erstellt, dann muss man halt auch durch solche Videos durch. Dann gehen wir kurz, will ich einen kurzen Überblick geben, wie so eine Unterrichtsstunde bei mir ausschaut. Als zentrale Elemente habe ich MEBIS als Lernplattform. Das muss man sich vorstellen, ist sowas wie Moodle. In Bayern ist es, gibt es da jetzt eben diese MEBIS-Sache, wo man dann noch ein Prüfungsarchiv und sonst was dazu hat. Einfach ein abgeschlossener Raum, wo die Schüler sich bewegen können, wo man datenschutzrechtlich kein Problem hat. Am liebsten würde ich Google Classroom oder Edukan oder sonst was verwenden, ist nur halt in Deutschland nicht erlaubt. Und da bin ich froh, dass es MEBIS gibt. Als digitales Klassenzimmer quasi, wo alle Materialien, die sie brauchen, also meine Videos, Lösungen und sonst was zur Verfügung stehen. Gleichzeitig lasse ich sie aber ein Heft führen, weil ich finde, dass das weiterhin zum Lerngegenstand dazugehören sollte. Auch wenn die Videos da sind und man sie sich immer anschauen kann, finde ich es wichtig, dass man einfach mit seinem eigenen Heftaufschrieb gestaltet, mit dem man dann später nochmal lernen kann. Und damit man das Klassenzimmer mit zu Hause verbinden kann, haben Sie bei mir auch immer Ihr Smartphone dabei. Das heißt, Sie haben im Unterricht Zugriff auf das digitale Klassenzimmer, einfach auch, damit ich Ihnen zeigen kann, wie Sie dann nachmittags damit umgehen kann. Dass man ein bisschen mehr in Dialog kommt, wie nutze ich eigentlich diese zur Verfügung gestellten Materialien. Ja, zu Beginn gibt es ein Video, also das ist die Hausaufgabe jetzt. Auf der linken Seite sieht man hoffentlich noch der kleine Schüler mit den Kopfhörern. Er kriegt ein Video von mir, im Normalfall als Hausaufgabe. Das habe ich am Anfang gemacht und ist auch schief gegangen. Also ich habe dann irgendwann bei den YouTube-Statistics geschaut, wie lange schauen denn die Schüler eigentlich die Videos an. Ein Video, das 5 Minuten gedauert hat, hat eine durchschnittliche Wiedergabe von 1 Minute 20 gehabt. Also die Schüler sind einfach, ach ja, kenne ich mich aus, schau die letzten 20 Sekunden an und das war's. Also habe ich nach und nach halt dann noch Sachen, Elemente dazugenommen, was sie jetzt noch zusätzlich machen, dass ich sie ein bisschen überprüfen kann, weil am Anfang muss ich sie einfach mehr oder weniger dazu zwingen, die Videos zu gucken. Mittlerweile ist es ein Selbstläufer. Ich habe dann Learning-Apps mit dazu integriert, einfach ein Quiz zum Video. Das heißt, im Video wird zwar was erklärt, aber ich verschriftliche nicht alles. Also es wird halt, wie eigentlich früher so ein Heft aufschrieb, wird ein Tafelbild entwickelt, aber da steckt nicht alles drin, was zu dem Thema gehört, sondern da erzähle ich dann zwischendurch auch was. Und das, was ich zwischendurch erzähle, frage ich dann in so einem Quiz ab. Einfach, dass der Schüler jetzt nicht einfach am Schluss springt und sich die Übersicht kurz anschaut und das auswendig lernt, sondern dass der auch gezwungen ist, meinen Ton zwischendrin anzuhören.
Dadurch soll sowas wie ein aktives Video entstehen. Das ist deswegen immer noch nicht aktiv. Also der Schüler muss ja auch nicht irgendwie rumklicken und rumbasteln während dem Video, aber es sollte halt etwas entstehen, das, wo ich dann auch prüfen kann, ob der Schüler es angeschaut hat. Also das heißt, ich habe einerseits das Quiz, einerseits das Video und dann müssen sie immer noch das Schlussbild in ihr Heft übernehmen. Also in ihr Themenheft, Schulheft macht ja keinen Sinn mehr, macht es ja zu Hause, müssen sie das übernehmen und ich kann quasi zu Beginn einer Stunde prüfen, hat er das Quiz gemacht, das geht bei Learning Apps, man sieht dann immer, wer es gemacht hat und wer es nicht gemacht hat und ich kann überprüfen, ob es im Heft steht. Gut, dann beginnt der Unterricht, ich gehe mal ein bisschen auf Zeit, damit man es gescheit sieht, mit natürlich einer Fragerunde, wo Schüler Fragen stellen dürfen, was sie im Video nicht verstanden haben. Natürlich nicht, ich habe da alles nicht verstanden. Also es sollte schon ein bisschen detailliert sein. Das ist halt am Anfang immer so ein bisschen ein Kampf, bis man dann ihnen zeigt, was Ausrede ist und was tatsächlich Frage ist. Und dann frage ich meine Videos ab. Da bin ich gespannt, wann ich zum ersten Mal eine auf den Deckel kriege. Hausaufgabe abfragen darf ich ja eigentlich nicht. Also zumindest bei uns in Bayern. Ich weiß nicht, wie das in Berlin geklärt ist. Für mich ist es ja eigentlich keine Hausaufgabe mehr, es ist ja keine Übung mehr, sondern es ist, ich bringe ihnen was bei, ich mache eigentlich das gleiche wie im Unterricht. Nur vom Gesetz her darf ich eigentlich Hausaufgabe nicht abfragen. Die Ergebnisse sind aber echt so toll. Also ich habe noch nie so gute Abfragen gehabt, weil einfach das durch das Video sehr, sehr präsent ist, zumindest kurzfristig. Üben heißt dann individuelles Üben, ganz alleine üben, gemeinschaftliches Üben, differenziertes Üben, dass ich verschiedene Aufgabenpools zur Verfügung stelle. Also ich sage dann immer, Gruppe 1 soll die Aufgaben machen, Gruppe 2 die, Gruppe 3 die und Gruppe 3 sind die, die eher mit dem Vierer zufrieden sind, Gruppe 2 sind die, die mit den Dreier gern hätten und die, die gefordert werden, die einen Einser haben wollen, die sollten die Aufgaben auf Gruppe 1 auswählen. Und die wählen sich dann da selber ein und können sich selber zuordnen, welche Note sie am ehesten erwarten oder was sie sich am meisten zutrauen. Ganz wichtiger Punkt, und das ist eigentlich, finde ich, mit einer der tollsten Punkte bei Flipped Classroom, sind die Tutoren. Ich habe 5 oder mittlerweile sind 6 Schüler, die absolut freigestellt sind von Übungen. Also wenn die nach 5 Minuten sehen, sie blicken das, dann brauchen die keine Übung mehr machen. Dann gehen die quasi als Lehrer mit rum und helfen den anderen Schülern. Das dürfen sie aber selber einschätzen, ob sie beim Thema jetzt so sicher sind, dass sie aufstehen und den anderen helfen oder ob sie sitzen bleiben und lieber selber üben. Freiarbeit ist das, was ich am häufigsten mache. Ich gehe quasi rein, gebe denen die Aufgabenpools zur Verfügung und dann sage ich, okay, und jetzt dürft ihr euch in Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Einzelarbeit, wie auch immer, dürft ihr euch zusammentun. Es hat sich dann daraus so entwickelt, dass die Schüler mir vorgeschlagen haben, wie man das Klassenzimmer am besten aufbaut. Also sie würden gerne immer in ihrer Gruppe arbeiten, könnte man nicht da hinten irgendwie so einen kleinen, sowas gruppenähnlich, so einen Gruppentisch machen. Am Anfang habe ich gedacht, das läuft auf Ratschen raus, aber es ist tatsächlich sehr produktiv, die richtigen Leute einfach schon zusammenzusetzen. Oder dann eben auch die Tutoren, nicht alle auf einen Punkt und die Schwachen alle auf einen Punkt, sondern dass man da halt so gut miteinander mischt, dass die alle was voneinander haben. Christian Spannagel hat mir dann erzählt, wie ein aktives Plenum funktioniert. Das ist das Highlight bei meinen Schülern. Ich weiß nicht, ob das, ist das bekannt, was ein aktives Plenum ist? Ich weiß es. Ach so. Aktives Plenum heißt einfach, ich stell vorne 2 Schüler hin, einer schreibt und der andere leitet die Diskussion und dann geht's, und mehr Regeln gibt es eigentlich nicht, sie kriegen noch eine Aufgabe und die sollen sie möglichst lösen. Und dann dürfen die wild durcheinander rufen von mir aus, dürfen machen, was sie wollen, dürfen in Sackgassen rein, wie sie wollen und ich wirklich auch erst am Ende der 45 Stunden greife ich wieder ein. Also ich hocke da hinten drin und nur wenn es wirklich disziplinarisch ein bisschen ausartet, dann greife ich ein. Eigentlich machen die Schüler komplett den Unterricht, genau, aber alle zusammen eben so als Brainstorming. Es geht auch nicht um Regeln, es geht nicht, dass da ein Finger hoch sein müsste, sondern sie sollen mathematisch da irgendwas machen, dann darf auch einer an die Tafel raus, schmiert da irgendwas hin, hat da einen Tipp. Einfach so, es ist wirklich ein wildes Durcheinander, aber es ist unglaublich, was dabei rauskommt. Also bin ich sehr überrascht gewesen. Was sich komplett umdreht beim Flipped Classroom ist die Lehrerrolle. Ich bin doch sehr ein lehrerzentrierter Lehrer gewesen, habe ich festgestellt danach. Also ich habe irgendwie alles auf mich projiziert. Und wenn irgendein kleiner Schüler oder einer nicht gewusst hat, was er tut, habe ich sie alle zusammengesammelt und habe gleich gesagt, passt bitte alle auf, da müsst ihr aufpassen und habe es ihnen haarklein erklärt. Beim Flipped Classroom habe ich gemerkt, ich muss genau das verhindern. Also ich muss ganz, ganz weit zurück. Ich muss mich hinten hinstellen und ich muss auch schauen, dass ich so Standardfragen von den Guten einfach auch mal nicht beantworte. Normalerweise mache ich dann in so Flipped Classroom Phasen, habe ich immer meine 6, 7 Schüler, die stellen schon nach 5 Minuten eine Frage, die sie nach 6 Minuten selber gelöst hätten. Und denen sage ich dann halt häufig, nee, pass auf, du willst einen Einser schreiben, jetzt bist du erstmal 10 Minuten lang mit dem Thema beschäftigt. Dass ich mich dann halt auch wirklich um die Schwächeren kümmern kann und dass ich mich auch wirklich ein bisschen mehr um die Schüler an sich kümmern kann. Also mal ein 4-Augen-Gespräch von 5 Minuten führen kann und sagen kann, du, woran scheitert es denn gerade, dass du in Mathe einen 4 oder 5er hast? Den vor die Tür nehmen, mit dem ein Gespräch führen, ohne dass jemand anders was mitkriegt, einfach mir die Zeit zu nehmen
und eben nicht mehr nur, schau mal, hier ist der Fehler, da musst du das machen und jetzt mach die nächste Aufgabe, sondern einfach die Schüler auch wirklich zum selbstständigen Lernen anregen und sie wertzuschätzen, also sie aufzufangen und ihnen Verständnis entgegenbringen, dass ich tatsächlich will, dass sie besser werden. Weil da ist dann, finde ich, das, wo am meisten bei rüberkommt. Betamax baue ich mit ein, das heißt Blended Learning Konzepte, heißt einfach rechnen im Internet. Kann man mit einbauen, muss man nicht. Wichtig ist für mich, dass alle Lösungen zur Verfügung stehen. In Mathe ist es zum selbstständigen Lernen notwendig, weil wenn ich die Lösung dann auch noch als Lehrer ständig überprüfen muss, dann mit 31 Schülern wäre ich dann nie fertig. Also gibt es die Lösungen. Ja, wir haben eine Schul-, was heißt eine Schullizenz? Wir haben eine Klassenlizenz, 31 Lizenzen uns kauft, kostet um die 400 € und dafür dürfen aber alle Klassen quasi darauf zugreifen. Man muss halt dann denen immer nur denselben Benutzernamen geben. Genau, und natürlich Transfer. Also man darf nicht verwechseln, Flipped Classroom ist zwar ein Erklärvideo, aber ich darf in das Video nicht das alles reinpacken, was ich vorher in einen Lehrervortrag reinpackt habe. Sondern da muss eindeutig reduziert werden und der Transfer muss eigentlich im Unterricht stattfinden. Also ein reines Üben und ein reines Algorithmen anwenden, das wäre nichts. Also da werden sie in Mathe nicht besser. Da muss im Unterricht auch noch was stattfinden, wo man einen lebensweltlichen Kontext oder sowas herstellen kann. Mebis, die Lernplattform, will ich noch kurz als digitales Klassenzimmer vorstellen. Ist eigentlich relativ simpel. Eine Plattform, wo ich immer oben die Hausaufgaben aufschreibe. Jetzt muss ich kurz das anzeigen vielleicht. Na. Also hier dann die Hausaufgabe. Na. Technik. Hier die Hausaufgabe, sodass quasi immer alles noch zur Verfügung steht. Mir gehen immer die Ausreden auf den Keks. Ich habe es vergessen aufzuschreiben, also schreibe ich Ihnen halt auf. Und dann über das ganze Schuljahr verteilt die Themen, allerdings halt nur freigeschaltet, wenn sie auch schon behandelt worden sind. Also Sie haben alle Themen über das ganze Schuljahr, was schon gemacht worden ist, ständig zur Verfügung, aber natürlich nicht das, was noch kommt. Und wenn ich dann quasi auf hier quadratische Funktionen tippe, also hier drauf, dann komme ich eben zu der Aufeinanderlistung, was ich habe. Also immer das Video, drunter eine Lösung. Dann teilweise baue ich auch Videos ein, die ich vor einem halben Jahr gehalten habe, weil ich einfach merke, das können Sie nicht mehr, sollten Sie sich nochmal anschauen. Und dieses digitale Klassenzimmer, dieses Mebis, haben Sie auch Möglichkeiten auf Ihrem Smartphone im Klassenzimmer dann anzuschauen. Das heißt, Sie haben auch die Lösungen ständig zur Verfügung. Ist eine Einrichtung vom Bayerischen Kultusministerium, bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Da muss ich mich zumindest schon nicht darum kümmern, eine eigene Lernplattform einzurichten. Die ist auf Moodle basierend, ist manchmal etwas kompliziert in der Anwendung, aber man muss sich halt ein bisschen einarbeiten. Im Endeffekt besteht meine Moodle-Plattform nur aus Textfeldern, Links und PDFs. Meine Videoaufnahme ist CamStudio. Das läuft jetzt gerade im Hintergrund, sonst hätte ich es Ihnen noch kurz gezeigt. Ist ein kostenloses Programm. Ich wollte halt am Anfang einfach nicht noch Geld ausgeben. Wenn ich schon mehr Arbeit mache wie viele andere vielleicht, dann will ich nicht auch noch Geld dafür ausgeben. Im Zentrum steht da eigentlich bei mir immer eine PowerPoint-Präsentation. So habe ich auch angefangen zu unterrichten. Und diese Präsentation entwickelt einfach ein Tafelbild, das ich dann mit CamStudio filme und gleichzeitig mit einem Ton aufnehme. Wenn ich dann irgendwie noch was schneiden will, baue ich einen Windows Movie Maker, baue ich mir die ganzen Videos zusammen, schneide es zusammen und lege es dann auf YouTube ab. YouTube deswegen einfach, damit die Schüler das zu jeder Zeit abrufen können. Ja, Vimeo ist einfach nicht verbreitet, da funktioniert die App auch nicht gescheit. Da ist YouTube einfach eine feine Sache, dass die wirklich jeden Nachmittag zu jeder Zeit, wie oft sie wollen, das Video anschauen können. Also ich weiß von vielen Schülern, die kommen in der Früh mit dem Bus und die schauen sich in der Früh das Video an und schreiben es dann noch in der Schule ab, weil sie dann sagen, dann haben sie es präsenter. Ist jetzt nicht meine Idee dahinter gewesen. Manche schreiben es im Bus ab, wenn sie nach Hause fahren oder hören sich es an. Andere wiederum bleiben noch in der Schule und gucken sich es da an. Also das ist, glaube ich, mit das, was den Schülern am schmackhaftesten dabei gemacht wird. Sie sind nicht mehr gebunden daran, dass sie an irgendeinem festen Platz mit einem Heft arbeiten müssen, sondern sie können quasi Mathe zu jeder Zeit angucken. Und gerade vor Schulaufgaben sehe ich das halt einfach, da geht nochmal die Klickzahl richtig hoch, da powern sie sich halt einfach nochmal alle Videos rein. Es ist relativ simpel, ein Video aufzunehmen, deswegen würde ich jedem empfehlen, das einfach nur einmal auszuprobieren. Es ist nur auf Rekord drücken. Ich mache das hier für Leute in der Fortbildung, die einfach nicht so viel Internetkompetenz oder Medienkompetenz haben, deswegen hier mit einer klaren Anordnung. Die Präsentation kommentieren mit Doppelklick in die Symbolleiste rein und dann ist es eigentlich wirklich fertig. Auf Stopp drücken und Dateinamen vergeben und dann saust es innerhalb von 2 Minuten durch und das Video ist fertig. Also das heißt, wenn ich ein Video erstelle, brauche ich grob eine halbe Stunde.
Davon sind aber gute 20 Minuten nur für die Präsentation. Und in 6, 7 Minuten habe ich das Ganze als Video aufgenommen und dann wird es nur noch auf YouTube hochgeladen. Also das ist wirklich der Arbeitsaufwand ist die Erstellung des Tafelbildes, aber nicht die Erstellung des Videos. Ich habe mir einfach einen zweiten Bildschirm mittlerweile angelegt, nur damit ich halt auf dem rechten Bildschirm aufnehmen kann und auf dem linken Bildschirm meine zusätzlichen Materialien zur Verfügung habe. Und ich habe meine geräuschlose Maus gekauft, weil es mir auf den Keks ging, dass die ganze Zeit diese Klickgeräusche während dem Video zu hören waren. Ja, was kommt in ein Video? Da habe ich mich lang damit befasst und bin heute immer noch nicht fertig und weiß immer noch nicht genau, was in ein Video alles rein könnte. Also, das erste Video, was ich hier links oben habe, ist einfach ein typisches Erklärvideo, wo ich anhand vom Einheitskreis den Schülern erkläre, was mit Cosinus Sinus auf sich hat. Einfach wirklich zur Einführung, sie kommen in die Schule mit diesem Video vorbereitet. Diese Videos bekommen Sie allerdings nicht nur zur Einführung, sondern auch zur Wiederholung. Das heißt, wenn ich dann wenig später ein anderes Thema habe, wo genau das wieder wichtig ist, kriegen Sie dieses Video nochmal auf. Oder bei Schulaufgaben nehme ich auch QR-Codes auf so Blätter drauf, wo die Schüler Wiederholungsvideos nochmal anschauen sollten, die besonders wichtig sind. Und was ich mache mittlerweile, wenn ich eine Schulaufgabe korrigiere und ich sehe bei der Aufgabe, der blickt überhaupt nicht den Einheitskreis, da hat er gar nichts verstanden, dann klebe ich ihm einen QR-Code unten unter die Schulaufgabe und sage, bitte nochmal anschauen. Also quasi, dass diese Videos auch präsent bleiben, dass sie wissen, wenn sie Lücken haben, bitte nochmal aufgreifen. Genau, nee, nicht der QR-Stempel müsste ich ja jedes Mal einen neuen machen, aber es ist schon, ich schneide es dann so rum. Aber es ist erstaunlich übrigens auch, wie wenig eigentlich die Schüler mit QR-Codes auskennen. Also ich hab versucht, den Klassensprecher zu wählen dieses Jahr über Mentimeter und dann habe ich einen QR-Code hinprojiziert, dass die Schüler mit ihrem Handy hingehen und quasi zu dem Link kommen und dann abstimmen können. Was müssen wir jetzt machen? Eher meine Kamera, aber die scannt hier gar nichts. Und ich sage, du musst auch ein Programm, eine App runterladen. Wo finde ich denn den? Also, Digital Natives ist meiner Meinung nach eine der größten Lügen. Das dauert Minimum noch 10 Jahre, da bin ich überzeugt. Man kann sie dazu bringen, dass man da mit QR-Codes arbeitet, aber standardmäßig funktioniert das nicht. Beispielaufgaben. Natürlich rechne ich denen auch dann beispielhaft vor. Zum Beispiel zum Thema 3.7 habe ich jetzt vorhin ein Erklärvideo abgeben und jetzt gibt es eine Beispielaufgabe. Nur die setze ich jetzt nicht immer als Einführung ein. Also, wie erkläre ich das? Die schauen sich das quasi nicht vorbereitend an, sondern nachbereitend. Ich mache einfach ganz viele Verbesserungen von Videos, von Aufgaben und stelle die halt anstatt von PDFs dann in das digitale Klassenzimmer. Einfach, um sie wieder auf den Stand runterzuholen. Wenn die mir 20 Minuten in eine Sackgasse laufen und die Aufgaben einfach miserabel gelöst werden oder so schlecht, dann sage ich ihnen, und jetzt geh bitte schnell in dein Handy rein und guck dir das Video an. Einfach, damit ich weiß, okay, jetzt habe ich wieder die 10 schlechten nochmal auf einem Niveau. So eine Übungsaufgaben erstellen dann manche Schüler auch selber, also als Video. Das machen sie einfach gern als Referat. Das funktioniert auch relativ gut. Die traue ich mich bloß nicht zu veröffentlichen. Da bin ich mir nicht sicher, was da genau passiert, wenn ich von Schülern Videos veröffentliche, wo der Name vielleicht noch draufsteht oder sonst irgendwas. Dann bei Einführungen, na, sollte sich eigentlich unten was bewegen? Also hier bei der funktionalen Abhängigkeit zum Beispiel, wenn ich dann Aufgaben erkläre, die quasi auch mit Angabe dranstehen, dann versuche ich da immer noch dynamische Geometrieprogramme mit reinzubringen. Und das ist das Tolle an zwei Bildschirmen, wenn man arbeitet. Auf der rechten Seite wird die Präsentation abgefilmt, auf der linken Seite habe ich schon Dynageo vorbereitet und ziehe einfach das Fenster dann drüber. Es hätte jetzt eigentlich hier kommen sollen, ja, Technik. Eigentlich läuft's. Schauen wir mal. Hier, genau. Ziehe ich einfach das Fenster rein, habe die Funktion, also die Aufgabenstellung quasi nochmal mit Geometrieprogramm veranschaulicht und kann dann eben schön auch an den Punkten das Ganze verschieben, damit die auch wissen, was passiert eigentlich mit funktionaler Abhängigkeit, wie verändert sich der Flächeninhalt. Also einfach nur Videos oder Programme in die Software mit reinzubringen. Auch ein Simulator von einem grafikfähigen Taschenrechner, einfach den Schülern nochmal zeigen, wo muss sie hindrücken, um so etwas zu lösen. Was ich seit neuestem ausprobiere, zusammen mit dem Sebastian Stoll, dass wir einfach Video im Video machen. Also dass wir so Veranschaulichungssachen gegenseitig machen. Hier jetzt einfach nur die Pyramide, wie oft passt sie in ein Prisma rein. Neulich habe ich eine Bananenmilch gemacht bei der direkten Proportionalität. Wie viele Zutaten brauche ich für eine Bananenmilch für 4 Personen? Wie viel brauche ich für 8 Personen? Und dass am Schluss dann halt einfach ein Produkt entsteht. Finden die Schüler toll, wenn da halt einfach noch was passiert, wo der Lehrer was macht. Das waren jetzt 6 Klässler. Meine 10 Klässler finden es nicht toll. Die sagen, wir brauchen jetzt nicht wissen, was sie da noch irgendwie machen. Zeigen es uns einfach, wie es geht. Wir sind froh in 5 Minuten, wenn wir wissen, was funktioniert. Da brauchen wir nicht noch irgendwie sehen, wie sie im Baum hochklettern.
So unterschiedlich kann ein Unterricht sein. Also dem muss man halt vielleicht auch ein bisschen gerecht werden. Man darf jetzt nicht irgendwie anfangen, finde ich, komplett auf entdeckendes Lernen bei Zehntklässlern zu verzichten. Aber man muss sie dann schon, also ich verstehe sie dann schon ein Stück weit, wenn sie einfach sagen, weil bei so vielen Fächern, die wir haben, wollen wir nicht alles neu entdecken. Da wollen wir einfach mal am Stück was kapieren. Da wollen wir einfach 10 Stunden lang das Gefühl haben, jawohl, wir sind dabei und nicht 3 Stunden in eine Sackgasse laufen. Was ich versuche, damit meine Videos etwas interaktiver werden, ist einfach einen Pause-Button einzubauen, dass ich quasi bei der Entwicklung des Tafelbilds sage, so, bitte jetzt auf Pause drücken, alles soweit vervollständigen, wie es dran steht, und dann bitte selber weiterrechnen und dann erst auf Play quasi weitermachen und gucken, ob das so stimmt. Ob die Schüler jetzt wirklich auf Pause drücken, weiß ich nicht, aber wenn wir ganz ehrlich sind, in einem traditionellen Unterricht drücken auch ganz viele nicht auf Pause und denken mit, sondern die warten, bis die 5 Streber irgendwas erzählt haben zu dem Thema, die das dann entdeckt haben, und dann warten sie, bis es dran steht und sagen, ah, alles klar. Die drücken da auch nicht auf Pause. Aber das ist ein Punkt, wo ich mir noch Gedanken mache oder wo ich eigentlich was noch dran arbeiten will. Wie kriege ich meine Videos interaktiv? Es gibt ja die Möglichkeit, dass man mit Edukanon Videos unterbricht. Also das heißt, ab Minute 2:12 kommt dann ein Quiz und sie müssen zuerst das Quiz beantworten und dann erst läuft das Video weiter. Ist eigentlich eine gute Geschichte. Ich habe das dann mit meinen Schülern ausprobiert und die waren total genervt. Die haben gesagt, sie machen das Quiz lieber am Schluss und mit dem Transfer, als dass sie mittendrin was antworten wollen, weil das, wie hat der eine gesagt, das unterbricht meinen Flow. Also der will lieber das Video am Stück anschauen und danach das Quiz lösen. Der ist genervt, wenn er dann dieses Quiz 3-mal hintereinander nicht beantworten kann und das Video nicht weitergeht. Ich bin mir nicht sicher, was es da geschickt ist, ob ich da meinem Schüler recht geben soll. Der Herr Professor Handke zum Beispiel sagt es auch, er will einfach seine Videos nicht unterbrechen, er will das trennen, andere wiederum schwören drauf, dass man eben zwischendurch einfach dann so ein Feedback einholen sollte. Mein Gesicht habe ich ab und zu eingeblendet, sieht man rechts unten, mache ich eher ungern, es liegt aber einfach daran, dass meine Haare ausfallen und ich keinen Bock habe in 3 Jahren, wenn ich eine Glatze habe, zu sehen, wie schön ich noch vor 3 Jahren war. Oder ich mir dann vorkomme, als wäre das irgendwie 20 Jahre alt, das Video. Das hat den Grund, und meine Schüler in der 6. Klasse würden gern mehr Bilder haben, also die würden mich gern häufiger sehen. Meine 10. Klässler haben gesagt, bitte nicht. Didaktische Begründung. Wie sind die Zeit? Ich habe leider auch nicht. Okay, habe ich noch ein bisschen. Also, die Julia hat mir geschrieben, ich soll so ein bisschen begründen, warum ich das Ganze mache. Und dann habe ich lange überlegt, und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß eigentlich nur, warum ich es jetzt mache, dass ich Altes nicht mehr habe. Also, was gibt es jetzt mit Flipped Classroom nicht mehr? Lehrer im Zentrum. Ich habe meinen Schreibtisch mittlerweile komplett in die Mitte vom Klassenzimmer gestellt. Ich bin einfach nicht mehr an der Tafel. Das hört sich jetzt am Anfang so einfach, so simpel an, das sind ja nur 5 Meter. Aber das macht einfach ganz viel aus, ja? Wenn man in der Mitte vom Klassenzimmer steht und den Schülern einfach auf Augenhöhe begegnen kann und nicht vorne dran. Und deswegen halt auch ein tragbares Tablet, wo ich mich über einen Dongle verbinden kann, sodass ich jederzeit flexibel bin und trotzdem eigentlich immer projizieren kann. Das kommt wirklich gut an und mir gefällt es einfach auch besser, mitten unter den Schülern zu sein. Das gibt so ein Wir-Gefühl. Also mir, und die Schüler melden das auch zurück, dass es bei ihnen ein Wir-Gefühl gibt. Der Rücken zu den Schülern ist nicht mehr da. Da kam früher schon mal was geflogen. Das passiert jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Ich muss ja nicht mehr den Rücken zu den Schülern hinweisen. Dann diese ganzen Ausreden. Mir ging das immer auf den Keks. Ich konnte das nicht. Ich war nicht da. Ich wusste nicht, was auf war. Ich hab das nicht verstanden. Ja, was denn? Ja, alles. Sie kennen das bestimmt. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt irgendwie einen Unterricht machen, wo genau diese Ausreden nicht mehr kommen. Wie sollen sie mir kommen? Ich habe es nicht kapiert, weil ich weiß nicht, was der Pythagoras mit einer Hypotenuse bedeutet. Die sollen mir richtige Fragen stellen und nicht irgendwie diese Pauschalausreden. Und die finden jetzt auch nicht mehr statt. Klar, am Anfang kamen andere Ausreden. Ja, bei uns hat heute das Internet nicht funktioniert und meine Mutter hat mich heute nicht gelassen, ich durfte heute nicht ins Internet und meine Schwester hat heute den PC geschrottet. Es ist relativ leicht rauszufinden. Ich habe so einen Lehrer-Account bei Facebook, also ich habe getrennt privat und Lehrer, und die Schüler wollten halt alle mit mir befreundet sein. Fand ich ganz spannend, weil die Schüler, die dann zu mir gesagt haben, ich konnte die Hausaufgaben nicht machen, weil ich habe kein Internet gehabt. Da haben wir dann mal kurz geschaut, ja, bei Facebook hast du gestern 3 Sachen gepostet, das hat funktioniert. Es hat dauert halt so 2-3 Wochen, dann sind auch die Ausreden weg. Die Ausreden sind halt schwierig wegzukriegen. Bitte? Die sind jetzt weg. Also ich hab jetzt kaum mehr Freunde bei meinem Lehrer-Account. Die sind leider ausgedehnt. Die 5. und 6. Klässler kommen wieder. Also die es nicht wissen, dass das mal gegeben hat, die sind wieder mit mir befreundet. Was mir auch sehr gut gefällt, ist einfach, dass ich nicht mehr Lehrer für wenige bin. Also wenn ich einen traditionellen Unterricht gehalten habe, war ich einfach zu sehr vorne zentriert und habe dann doch immer nur Unterricht mit eigentlich 6-7 Leuten. Ich habe eine Klasse 31 Schüler. Also
muss man vielleicht auch dazu sagen, ich komme da einfach nicht an alle ran. Und so kann ich jetzt aber wirklich mir Zeit nehmen. Ich habe so einen Sprechstundenplan. Ich schaue, dass ich jeden Monat mindestens jeden Schüler 5 Minuten in einem Vier-Augen-Gespräch habe. Und da geht es nicht darum, dass ich den versäckel oder sonst irgendwie ein Feedback gebe, sondern ihm einfach auch die Möglichkeit zu geben, was läuft gerade falsch, was macht ihm gerade keinen Spaß, warum läuft es in Mathe nicht oder warum läuft es gerade besonders gut, dass ich mir die Zeit nehmen kann, an Schüler wirklich ranzukommen. Und es ist erstaunlich, was dabei rauskommt. Und das finde ich eigentlich am Flipped Classroom das Tolle, dass ich mich nimmer so sehr um die Didaktik kümmern muss, weil das ist ja durch Video ein bisschen ausgeleitet, sondern dass ich ganz viel pädagogisch arbeiten kann, ganz viel mit Schülern in Kontakt treten kann. Und ich habe seitdem keine Kritik mehr von Eltern und Schülern. Ich habe mich ja schon gewappnet, habe mir überlegt gehabt, okay, Videos, Handy im Unterricht und was weiß ich, da kommt garantiert was, weil der Herr Spitzer wohnt ja auch noch in Ulm. Da ist es sehr verbreitet, dass da alle dement werden, wenn man was mit digitalen Medien macht. Erstaunlicherweise kam bis heute noch gar nichts. Und es sind echt sehr, sehr viele Eltern, die ich mittlerweile schon mit Flipped Classroom betreue, da kommt gar nichts. Was ich hier reingeschrieben habe, bitte? Ich habe wegen Betreuer lachen. Ach so, nee, Schüler, ja. Keine Ahnung, fällt mir gerade kein besseres Wort ein. Was ich hier noch hingeschrieben habe, ist Hausaufgabe Platz 88. Ich werde gleich noch was über den Hattie sagen. Also ich habe seine beiden Bücher durchgelesen und habe mich immer wieder bestätigt gefühlt, das, was eigentlich Flipped Classroom macht, ist eigentlich ganz viel Hattie. Und das, was Hattie ja ganz schlecht empfindet oder ganz schlecht bewertet hat, ist Hausaufgabe, nämlich Platz 88. Es gibt, glaube ich, 130 Plätze. Platz 1 ist zum Beispiel Selbsteinschätzung und Platz 88 ist sehr, sehr schlecht. Also hat sehr wenig effizient für den Unterricht. Und ich glaube, dass das auch ein Erfolgsgeheimnis von Flipped Classroom ist, dass man eben diese Hausaufgabe, die effizient zu Hause gemacht werden soll, in den Unterricht verlagert wird. Jetzt ist es schwierig bei anderen Fächern wie MINT oder bei anderen Fächern in Englisch oder Deutsch, aber man muss sich halt immer wieder überlegen, welche Sachen muss ich als Lehrer erklären und welche Sachen sind sehr individuell von den Schülern. Die Sachen, die individuell sind, müssen halt irgendwie auf den Nachmittag verlegt werden, wo sie quasi in eher einer passiven, / doch aktiven Rolle das Ganze wahrnehmen. Aber dass das, wo man richtig dran arbeitet, wo das tiefere Verständnis stattfindet, dass man das komplett in den Unterricht legt und nicht versucht, eben darauf zu hoffen, dass sie das nachmittags machen. Weil wenn man das hofft, ich glaube, da ist viel verloren. Ich habe durch dieses Feedback von Schülern einfach auch erfahren, also die gängige Praxis ist einfach zu 80% Hausaufgaben bei WhatsApp abschreiben. Das haben sie zumindest bei mir gesagt. In allen anderen Fächern sagen sie, ich frage sie immer, habt ihr in Mathe viel zu tun? Er hat gesagt, ja, wir haben 20 Minuten zum Tun. Das ist viel, weil wir in anderen Fächern nichts tun. Und deswegen glaube ich, ist das für Philipp Tarsum eigentlich mit ein Argument, das zu machen, dass die Hausaufgabe ja weniger das Schlimme ist, was sie dann verpassen. Ja, Hattie, Selbsteinschätzung, das ist das, was ich den Schülern immer wieder abverlange. Sie müssen sich vor jeder Ex- oder Schulaufgabe selbst einschätzen, also schon vorher, was haben sie gelernt, was können sie. Und das ist auch dadurch, dass ich 45 Minuten für die Schüler Zeit habe, einfach viel mehr möglich, dass ich ihnen Selbsteinschätzung abverlange. Warum hat es einen Fünfer gegeben, warum ist es ein Vierer, was könntest du tun, damit es ein Zweier wird. Also so laufen eigentlich viele Gespräche ab. Mikroteaching, es ist unglaublich, was ich seitdem als Lehrer dazugelernt habe, seit ich mich selber auf Video angucken muss. Das ist einfach, ich schaffe es viel schneller auf den Punkt zu kommen. Wenn ich jetzt hier so einen Vortrag halte, dann kann ich mich schon mal verreden. Aber wenn ich das jetzt als Video aufnehmen müsste, wüsste ich ganz genau, nach 5 Minuten ist die Aufmerksamkeitsspanne eigentlich von Schülern weg. Ja, ich muss fertig sein. Und das hat mir unglaublich geholfen, Schülern was beizubringen. Und wenn ich dann in anderen Klassen Vertretungsstunden halte, statt dass ich jetzt eine halbe Stunde irgendwas referiere, bin ich wirklich auch so YouTube-mäßig einfach bei 5 Minuten, wo ich vorne was erzähle. Das hat mir unglaublich viel geholfen, was vielleicht auch ein bisschen den Erfolg dann bei den Schülern ausmacht. Feedback hat er auf Platz 10. Das ist, ich habe immer nie verstanden, wieso, ich gebe dem noch die ganze Zeit Feedback. Ich sage doch dem sofort, was falsch und was richtig ist. Aber das habe ich erst durch Flipped Classroom gelernt, was Feedback eigentlich wirklich bedeutet, nämlich 45 Minuten Face-to-Face-Interaktionen. Die Rückrichtung, genau, dass die sich trauen, mir einfach ins Gesicht zu sagen, das war ein Mistvideo oder wir wollen ihr Gesicht da drin nicht sehen. Das sind manchmal vielleicht auch schon boshaft gemeinte Sachen, aber es bringt mich einfach auch viel weiter und man hat dieses Wir-Gefühl einfach ein bisschen mehr. Dadurch entsteht Lehrer-Schüler-Beziehung. Gut, es war meine Klassleiterklasse, ich war mit denen auch im Schullandheim und auf Abschlussfahrt, aber es ist einfach, ich bin viel näher dran und habe viel mehr das Gefühl, ich weiß, wo sie stehen. Interaktive Lernvideos, habe ich jetzt noch hier mit reinpasst, ist eigentlich Platz 44, eigentlich ganz schön schlecht. Aber das ist einfach das, was ich Ihnen zeigen wollte. Es geht eigentlich gar nicht ums Video. Ja? Klar, man muss Videos erstellen, damit Flipped Classroom funktioniert, aber das, was im Video gemacht wird, ist eigentlich
zweitrangig, weil das, wo man das meiste rausholt, ist das, was im Unterricht passiert. Selbst wenn Schüler 3 oder 4 das nicht angeschaut haben, die dürfen es ja dann auch im Unterricht nicht anschauen, aber dann gibt es ein Wir und einen Ruck, wo dann die anderen ihnen das erklären und die noch mit denen auffangen. Da passiert einfach so viel. Wie hatte Aaron Sams gesagt, the magic happens in the classroom. Und das kann ich nur bestätigen. Also wenn man versucht, mit Videos zu arbeiten, weiß man nicht, wo das landet. Aber wenn man mal Flipped Classroom dann gemacht hat, dann kann man diese Magic fühlen. Und was ich selber erkannt habe, was Flipped Classroom voranbringt, ist einfach effiziente Klassenzeit, dass ich mich tatsächlich um die Schüler kümmern kann, dass ich eben nicht noch 10 Minuten da vorne rumstehe und ihnen zuschaue, wie sie irgendwas abschreiben. Und 5 Klässler schreiben ja nicht mal 10 Minuten, das sind teilweise halbe Stunden, was die da in ihr Heft malen. Angstreduktion. Ich habe eine Umfrage bei meinen Schülern gemacht, es hat keiner mehr Angst vor Mathe. Und in meiner 31-Mann-Klasse sind 21 Mädels. Und die sind normalerweise ja immer sehr angstbeladen im Fach Mathematik, als ich die in der 7. Klasse traditionell unterrichtet habe. Das war so richtige Blockadehaltung gegen Mathe und die kamen dann schon mit dem T-Shirt, Mathe und ich, das passt einfach nicht zusammen. Das Gefühl hatte ich auch beim traditionellen Unterricht und das ist jetzt weg. Gerade die Mädels springen unglaublich drauf an, auf diese Sicherheit, sich notfalls mit Videos einfach nochmal nachbilden zu können. Das selbstorganisierte Lernen ist das, was am meisten bei rumkommt, aber dazu muss ich die Schüler auch zwingen. Also die lernen nicht von Anfang an selbstorganisiert, weil ich ihnen 45 Minuten Raum gebe, sondern da ist schon wirklich wochenlanger, monatelanger Kampf dahinter. Transparenz für die Eltern und auch für die Schüler. Das ganze Schuljahr ist transparent zur Verfügung. Oder es steht jedes Mal drin, was eigentlich Hausaufgabe ist. Wenn dann Lehrer kommen und sagen, ja, schreibt sie sich halt nicht auf, sage ich, passen Sie auf, hier können Sie sich einloggen mit dem Account von Ihrem Schüler und dann sehen Sie jetzt mal, was auf war. Mittlerweile haben mich 3 Eltern abonniert auf YouTube und da gibt es witzige Anekdoten. Eine ist neulich in die Sprechstunde gekommen und sagt, das war ganz toll. Also die hat eine faule Schülerin und eine faule Tochter. Die ist reingekommen und hat gesagt, ich habe sie abonniert und dann habe ich um 5 Uhr geschaut, was ist das aktuellste Video, habe es mir angeschaut und um 6 Uhr am Tisch habe ich sie dann gefragt, du, beim Pythagoras, dieser 90-Grad-Winkel und die Hypotenuse, wie hängt denn das zusammen? Die Tochter, was soll denn ich das wissen? Sagt, Herr Schmidt hat es heute bei YouTube veröffentlicht, ich schätze, das war eure Hausaufgabe. Also die Eltern geben mir dann unglaublich positives Feedback, dass sie einfach mehr dahinter stecken können und sie haben auch keine Ausrede mehr, dass sie sagen können, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja? Sondern die kriegen bei mir eine Einführungsveranstaltung, ich zeige denen, was ich mache, ich zeige denen, wo sie es selber abrufen können, ich zeige denen, wie sie theoretisch mitmachen können. Vielleicht kommt auch deswegen keine Kritik mehr, weil ich am Anfang gesagt habe, jetzt haben sie keine Ausreden mehr. Lerntypen, ich schaffe es einfach viel mehr Schüler anzusprechen, die nur lesen können, ja gut, die schreiben halt am Schluss dieses Tafelbild ab und lernen davon. Die das audiovisuell erklärt brauchen, die kriegen ein Video von mir. Diejenigen, die eher über das Handschriftliche kommen, die quasi bei der Gestaltung des Hefteintrags erst lernen, dann lernen es die. Ich finde, dass man bei digitalen Medien nicht aufhören darf, solche Lerntypen zu vernachlässigen. Theoretisch könnten die ja nur von meinen Videos lernen. Die bräuchten es ja nicht abschreiben. Aber das ist wieder falsch, weil es genügend Leute gibt, die erst durch Schreiben das Ganze wirklich wahrnehmen. Die Face-to-Face-Interaktionen und, also das habe ich ja vorhin schon ausführlich gesagt, das digitale Klassenzimmer. Das ist einfach das, was der Schülerwelt gerecht wird, dass quasi Mathe überall verfügbar ist. Ja klar, ich mache mir keine Illusionen, dass die jetzt nachmittags im Freibad anfangen, hier irgendwie Mebis rauszuholen. Aber vereinzelt findet es tatsächlich statt, weil sie merken, okay, ich krieg's halt nicht anders und dann mache ich es im Freibad. Ja? Und das ist das, was, glaube ich, den Schülern gerade über digitale Medien einfach einen Zugang zu Mathe verschafft. Gut, das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich sollte eigentlich nur 20 Minuten reden, ich befürchte, ich habe ein bisschen überzogen. Ich habe Puffer eingerechnet. Oh, okay. Das war fast aufgebraucht. Nee, nicht. Okay. Dann Dankeschön.